Weltgebetstage finden seit 1927 rund um den Globus am ersten Freitagabend im März statt. Auch in Görlitz hatten sich Frauen verschiedener Konfessionen seit Wochen darauf vorbereitet. In jedem Jahr wird über ein anderes, teils weit von Deutschland entferntes Land informiert. Dabei stehen speziell die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen, aber auch Kindern, die vielfach arbeiten müssen, im Fokus der Abende. Der Chor Avivando, italienisch für belebend oder aufhellend, entsprach in den Interpretationen der Lieder seinem Namen. Leiter Bernd Schmuck hatte darüber hinaus drei Musiker dafür gewinnen können, den Chor zu begleiten. Diakon Schmuck, Klinikseelsorger im St. Carolus Krankenhaus, begleitete auf dem E-Piano. Parallel dirigierte er den Chor. Die aus Südkorea stammende Flötistin lebt bereits seit 10 Jahren in Görlitz. Die Texte werden weltweit abgestimmt und stehen den Frauen als Hilfe zur Verfügung. Nach dem informativen und dem Gebetsteil des Abends gab es die Gelegenheit, bei landestypischen Speisen ins Gespräch zu kommen. Der Weltgebetstag ist die größte und älteste ökumenische Frauenbewegung. Die Vision ist eine Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt leben können.